Ja, halli, hallo, liebe Baufreunde, ich bin's, der Tenshi, und wir spielen Project Hospital. Und wie letztes Mal schon angekündigt, wollte ich hier erstmal alles wegreißen. Ja, einzige, was wir dann ja irgendwie noch brauchen, wäre ein paar Sachen. Objekte entfernen, Wände bleiben stehen, Wände und Objekte abreißen. So, wir müssen halt nur mal schauen, was für Gebäude wir nachher noch brauchen. Was für Gebäude, was laber ich denn? Okay, die putzen ja damit gerade noch, also logisch, bleibt halt noch da. So, der Vorteil ist, wir können jetzt zum Beispiel den Pausenraum zum Beispiel hier hin machen und dann hier vielleicht fast schon beide, oder eigentlich könnten wir hier sogar beide Labore hier oben hinsetzen. Da hätten wir hier so wirklich so einen großen Gang. Hätten wir sogar mehr als so einen großen Gang. Weil wir hier nichts mehr haben. Oder wir machen hier... hier muss ja der Gang... Dann lass mich mal überlegen. auf jeden Fall haben wir hier noch ein bisschen Platz, sozusagen. Da kriegt man schon ordentlich was hin. Was wir da mal hier noch wegmachen, ist quasi das hier. Ich weiß nicht, ob die Putzmänner jetzt da überhaupt noch arbeiten können. So. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Platz. Wir brauchen jetzt natürlich das Putzteam wieder. Wir brauchen dann... Ja, das sind ja die drei Sachen, die wir brauchen. Pausenraum... Putzteam und Labore. Mehrere Labore am besten. So, Pausenraum. Dachte ich mir gerade, mal gucken, wie es aussieht. Wo ist der Pausenraum? Der ist hier. Wie sieht es denn hier aus mit Pausenraum? Direkt so an der Ecke. Na gut, der Eingang. Dann dachte ich mir, der Eingang vielleicht so an der Ecke wär vielleicht ganz cool, aber passt hier auch nicht so richtig rein. Überlegen. Könnte auch so hier drehen, dann wäre da wieder dieser kleine Gang, den ich ja eigentlich nicht haben wollte, so einen kleinen Gang. Aber im Prinzip könnte man das hier machen. Wie weit schaut denn das jetzt hier raus? So weit, okay. Ich werde überlegen, weil hier, dieser Gang muss ja bleiben, weil hier diese Türen sind. Die gehen ja nicht anders. Das muss also bleiben, dieser Gang. So, und hier hinten... Naja, man muss ja nicht bis nach hinten auffüllen. Ne? Man muss nicht auffüllen. Was sagten die Abstellkammer? Das wäre die hier. Die würde halt hier so ein bisschen rausgucken bloß. Was ist denn, wenn wir das so bauen? Dann einfach hier ein bisschen Platz lassen oder einfach nur einen Gang machen, der von mir aus auch 4 breit ist. Muss man halt um die Ecke laufen. Das ist halt der Schmarrn dabei. Man muss um die Ecke laufen. Oder wir machen das so und da. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass wir einfach sagen, wir machen hier komplett dicht. So. Und dann ist halt hier hinten gar kein Raum mehr. Den können wir dann vielleicht löschen. Dann und Säulen hinstellen, weil ja oben drüber doch was ist. Dann könnte man es auch so machen. Dann sind hier unten 1, 2, 3, 4 übrig. Und da könnte der Abstellraum sogar noch reinpassen. Sehe ich das richtig? Ja, perfekt. Würde perfekt passen. Okay. Da muss man ganz kurz schauen, warum ich den drehe, damit ich vielleicht die Tür noch zur Seite kriege. Genau, so passt es. Löschen wir mal die Tür raus. Und dann machen wir eine neue Tür rein. Dann kommt man da lang. Das ist schon mal gut. Das hier kann ich jetzt noch nicht löschen. So. Und hier, wie gesagt, einfach Fundament wegreißen. Vielleicht coole Säulen hinklatschen, damit das besser aussieht vielleicht. Und dann passt das. Denke ich. Hoffe ich. Fundament sprengen. Ach, aber noch nicht. Vielleicht erstmal den Raum reinbauen, bevor ich hier irgendwas schon wegsprenge. Genau. Mal kurz Play machen, wobei noch nicht Play, sondern vielleicht hier erstmal unsere Leute wieder einsetzen. Was haben wir denn nachts für Leute hier noch am Arbeiten? Hier sind 3 Leute. Oh, war das ein Raum für 3? Wieso habe ich hier 3? Wir haben hier 3 Hausmeister. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das schon... Ich habe das, glaube ich, aufgestockt gehabt. Wie sieht es denn tagsüber aus? Ah, nee, tagsüber hatte ich 1 und nachtsüber hatte ich 2. Oder andersrum? Ich glaube andersrum. Wobei, jetzt sind ja schon 2 am Arbeiten. Okay, 1. Dann machen wir mal, gucken wir mal. Ach nee, da steht ja Nachtschicht. Doch, hier, der war Tagsschicht. So.
Und die zwei waren Nachtschicht. Die anderen zwei, die und der. So. Jetzt weiß ich nicht, ob die da vielleicht mal ihr Zeug dann wegnehmen, sodass wir hier mal bauen können. Oder dass sie dann vielleicht das hier verwenden. Der Kühlschrank ist ja jetzt mal verwendbar oder killbar, sagen wir es mal so. Nein, der ist immer noch occupied. Was ist denn das? Warum ist das so? Da kann ich ja natürlich nicht bauen. Die kann ich schon mal weg, das ist gut. Also kann man wenigstens da schon mal was bauen. Ein Aufenthaltsraum zum Beispiel. Mit der Tür, die kann ja direkt da sein. Oder wir drehen mal einfach so. Perfekt. So. Und dann kille ich jetzt einfach hier das Fundament. Einfach weggesprengt. Und dann oben, das ganze Haus bricht auf einmal zusammen. Das wär's. Ah, scheiße. So. Ja, und dann, wie gesagt, vielleicht einfach, mal kurz schauen, es gibt ja hier so Säulen, runde, eckige Säulen. Ich weiß nicht genau, ich glaube, hier wäre eine Säule ganz gut, wenn man dann hochgeht. Naja, da haben sich auch welche im Forum schon beschwert, dass das so ein bisschen blöd aussieht. Aber besser als nichts. Ne? Sieht schon ein bisschen besser aus so, das passt. Okay, könnt natürlich noch eine Säule machen. Dann gehen wir hier kurz rein, machen dann hier noch schnell. Ja, warte mal, hier ist ja eine ganz andere Schicht hier unten drauf. Was habe ich denn da? Oh, stimmt, da muss ja die erste Schicht drauf. Das mit dem Unterstrich. So, genau. Okay. Sehr gut. So, dann wäre das schon mal. Wie auch immer das jetzt passiert ist. Da wäre das schon mal ganz gut gelaufen. Dann, ja, auch wenn da ein bisschen weniger Dings, aber hier, das sieht halt so schön aus, wenn man hier um die Ecke geht und dann hier sowas macht. Das ist schon geil. Und jetzt würde ich gerne mal schauen, wie wir jetzt hier, wir könnten jetzt hier zwei Labore nebeneinander quetschen. Perfekt nebeneinander. Dann hätten wir hier unseren Vierergang. Hier hinten, das machen wir dann noch zu. Dann haben wir mehr Platz für die Station. Und hier kommen ja die Krankenwagen an. Also entweder, ne, dann könnte man hier direkt die Betten machen für die Intensivstation oder sowas. Wobei, ist halt immer die Frage. Ich glaube, die Koma, nicht die Koma-Dinger, sondern die Räume heißen Überwachung, Traumazentrum. Traumazentrum, ne, im Traumazentrum werden Patienten im kritischen Zustand behandelt, welche mit dem Krankenwagen eingeliefert wurden oder kollabiert sind. Dementsprechend wäre es hier natürlich perfekt. Kommst da rein, hast hier 1, 2, 3 Traumazentren, wo dann die Leute reinkommen. Ja, das ist eigentlich ziemlich gut, hier direkt einen Eingang zu machen. Ja, ist schon schön. Das kann man so machen. Aber was wir jetzt brauchen, sind Labore. Und die müssten hier sein. Darum haben wir ja eigentlich hier alles umgebaut. Und da haben wir jetzt das Problem, wir kriegen jetzt zwar hier eins und das zweite sollte hier perfekt reinpassen. Das ist ja doof. Dass da jetzt so eine Lücke ist. Vielleicht müssen wir sie verlängern nach hinten. Sieht das komisch aus, wenn wir die um eins verlängern? Nö. Problem ist nur, dieser blöde Kühlschrank. Ich weiß nicht, wer da jetzt versuchen wollte, was zu essen. Kein Plan. Vielleicht muss ich dann warten, bis der Tag rum ist oder die abhauen von der Frühschicht vielleicht. Ja, dann warte ich mal komplett. Wobei, den können wir ja schon mal zuordnen, die da drin arbeiten sollen tagsüber. Wir haben ja bloß zwei. Und dann müssen wir noch zwei neue einstellen. Warten wir mal ganz kurz, ja, bis der Tag rum ist vielleicht. Ja, oder bis die Spätschicht sich dann irgendwie mal verabschiedet hat. Dann sollten ja eigentlich alle aus dem Krankenhaus verschwunden sein. Na, 7 Uhr ist ja die Spätschicht eigentlich dann hoffentlich weg. So, jetzt sind eigentlich bloß noch die Putzmänner da, die ein bisschen schön sauber machen. Ah, das wird ein schönes Krankenhaus mit schön breiten Gängen. Das finde ich gut, das finde ich, ja. Weil sonst war immer alles so eng und so. Auch hier sieht es jetzt nicht mehr so geil aus, aber ja. Das passt schon. Hier bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Da vielleicht wirklich hier länger machen. Die Rezeption vielleicht noch ein bisschen anders gestalten. 2 Leute sind zu viel, brauchen wir nicht. Wobei ja doch viele Leute hier reinkommen. Müssen wir mal gucken. So, 7 Uhr. Jetzt frage ich mich, kriegen wir ernsthaft?
Das ist jetzt nicht so geil. Ha. Das ist nicht geil. Das ist nur für Türen. Ich weiß nicht, aber die Spätschicht ist ja jetzt auf jeden Fall weg. Zumindest sind da jetzt gerade welche weggegangen. Geht's jetzt? Nein. Das ist richtig kacke jetzt. Der da oben... Den könnten wir wegmachen. Verschieben oder wegmachen. Schön, dass sie das hier wieder reingeschoben haben, automatisch. Ich bin mir gerade nicht sicher, warum der so komisch... Reinigungswagen kann hier platziert werden, blockiert jedoch anderes Objekt. Ach so. Ja, eigentlich wollte ich ihn auch löschen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich jetzt neu lade. Alter, das stottert. Tja. Bleibt mir wohl im ersten Moment nichts anderes übrig, als mal zu speichern und nochmal neu zu laden. Und wir sehen uns gleich wieder. So, frisch geladen. Was wieder ewig gedauert hat. Ich muss echt mal die Save Games löschen. Das dauert wieder ewig. So, dann hauen wir jetzt mal das Ding endlich weg, würde ich sagen. Es ist schon mal nicht mehr Dings, ne? Man kann es jetzt auch schieben. So. Okay, keine Ahnung, was für ein Bug das war. Aber ist nicht so schlimm. Hat sich ja geklärt. So, und dann bauen wir jetzt noch einen weiteren Labor. Einen weiteren Labor. Genau, das ist das Richtige. Wo ist denn das hier? Notaufnahme. Es klingt echt so... Es klingt immer so kritisch, diese Notaufnahme. So, haben wir aber genau 4. Ne? Haben wir so einen schönen smoothen Gang quasi. Und jetzt müssen wir aber hier hinten ein bisschen die Räume verlängern. Das ist aber hier ein bisschen blöd, weil ja hier dann so diese coolen Scheiben und sowas haben wir ja dann nicht mehr, ne? So, dann gucken wir mal ganz kurz, was sind das für... Achso, kann man ja nachher auch noch gucken. Okay. Erstmal reißen wir die Wände weg. Da klebt ja irgendwie auch nichts dran. Das ist schon mal gut. So. Dann bauen wir hier nochmal eine Wand dazu. Wenn wir schon dabei sind, ziehen wir das hier gleich mit durch. So, jetzt müssen wir hier hinten halt diese Wand ziehen. Und das wird interessant werden. Vor allem, weil ich die Wand jetzt gerade doch nicht mehr sehen konnte. Das heißt, wir können uns selbst eine ausdenken. Das war ja schon irgendwie so hier, oder... Das hätte ich mir doch mal merken sollen. Ich dachte mir gerade... Ja, die haben sowas hier ungefähr, ne? Hier ist das. Hier irgendwas mit solchen Sachen. Mit so Fliesen irgendwas. Nehmen wir das hier. Machen wir das mal bläulich. Das passt bestimmt gut. Ja, das passt. Da machen wir dann hoffentlich noch was rein. So, dann sind wir hier am Ende angelangt vom Raum. Dann kommt hier nochmal... Ja, Moment, falsch. Hier. Okay. Ist richtig? Ja, das passt. Und dann ja, müssen wir das hier nochmal gucken. Ich weiß nicht, ob da unten noch was ist. Kein Plan. Ansonsten würde ich einfach nur das mit dem Strich oben nehmen. Na gut, dann werde ich wahrscheinlich das genommen haben. Und wahrscheinlich das Rote hier, oder? Yeah. Ich weiß halt noch, wie es geht. Farbschwäche. Ich habe noch keine Farbschwäche. So. Und jetzt halt da noch irgendwie... Hey, wie haben die das gemacht? Ah, die haben einfach die Wand durchgezogen und haben dann Glas reingemacht. Das ist ja clever, Alter. Mit der falschen Farbe, dann würde ich lieber das... Weiß das überhaupt, das Blau? Ist eigentlich egal, weil, wie gesagt, da kommen jetzt diese Türen rein oder Fenster, Glaswand. Hä? Oh, da kann man eine richtige Glaswand draus machen. Krass. Aber es ist halt nicht das, was wir brauchen. Aber interessant, dass man eine komplette Glaswand machen kann. Krass. Aber in dem Fall ist es eher eine Schiebetür oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Oder ist das Fenster groß vielleicht?
Also der mittlere Streifen haut schon mal hin, aber oben und unten die Dinger sind nicht so. Dann nur Fenster groß. Ah, nur Fenster groß. So. Und schon haben wir das verlängert. Na gut, der Boden fehlt noch. Der blöde Boden wieder. Das sind einfach nur stinknormale Fliesen. Also sollte da nicht viel sein. Es tut mir leid, dass ich da jetzt tatsächlich so viel... Ja, so viel... investiere, sag ich mal. So viel Zeit investiere. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Was haben wir hier? Aber wenn... Wenn, dann müssen wir es halt gleich machen. Das passt nicht. Das? Ist auch nicht. Das? Ja. Also wenn, dann müssen wir es halt gleich machen, weil sonst baue ich es nachher irgendwann wieder um. Ne? Und das dauert dann auch wieder einen Haufen Zeit. Also warum denn nicht also gleich machen, das Ganze? Ne, so wie hier hinten zum Beispiel. Da einfach so. Dann hier auch. Weil ich mich hier ein bisschen Geld sparen kann, indem ich einfach so mache. Ja, wenn man das schon so macht, dann kann man das... Machen wir rot. Bei dem anderen haben wir, glaube ich, auch rot, ne? Na gut, vielleicht nicht die beste Variante dann. Ja, aber das ist dann wenigstens durchgängig und zieht sich halt... Ach, man kann die auch verbinden durch die... Hä? Oh, das ist eine andere Farbe? Hä, was ist das für eine... Hä, was ist, warum geht das nicht? Hä? Wieso kann ich die nicht verbinden? Oh, das ist ja ein anderer Raum. Vielleicht deswegen. Ein anderer Flur oder so. Kein Plan. Das könnte sein. Interessant. Dann machen wir das so. Oder direkt so. Dann müssen wir das da drüben nachher nochmal machen. Interessant, aber gut zu wissen. Dass das wahrscheinlich dann doch schaut, von welcher Abteilung ist man gerade. Und dann kann man halt diese Linie nicht so ganz durchgängig machen. Ich weiß nicht, ob ich hier dann einfach so mache, damit man weiß, hier ist die Abteilung zu Ende. Weil hier geht es dann eigentlich noch rein. Da soll ja noch ein Gang entstehen eigentlich. Hier ist auf jeden Fall Ende. So, da haben wir noch die radioaktive Dinger da dran, aber das ist nicht so schlimm. So, dann haben wir das. Hier haben wir die Fliesen, haben wir alles richtig gemacht. Jetzt müssen wir noch eine Sache machen, und zwar müssen wir die Dinger noch vergrößern. Wo haben wir sie denn? Labore hier. Und jetzt müssen wir noch welche einstellen. In der... Ach so, ich dachte, ich habe die schon eingerichtet gehabt. So. Ja, dann gucken wir mal, was haben wir denn noch? Wir brauchen Biochemie. Richtig gute, fortgeschrittene hat er auch schon halb. 73 fortgeschrittene, machen wir die mal rein. Hauptsache, wir haben jetzt ein bisschen mehr. Und jetzt sollten wir eigentlich trotzdem alles wieder haben. Und es sieht jetzt schöner aus, finde ich zumindest. Vielleicht reiße ich ja doch gleich mal die Wände ein und verbinde das Ganze mal. Damit das vielleicht nachher auch noch ein bisschen schöner aussieht. So. Okay, hier ist halt ein bisschen übertrieben groß. Was ist denn, wenn ich hier eine Vierer rein mache? 1, 2, 3, 4. Gut, passt hier nicht ganz rein. Machen wir es so. Okay. Und hier drüben ist halt ein ganz normaler Gang, aber wenn da welche durchlaufen, na gut, dann wird das auch wieder problematisch werden. Was haben wir da drüben? Das ist ja die Radiologie. Wenn ich jetzt hier mit den Fliesen ankomme und sage, hier Radiologie, dann kann ich die verbinden, oder? Die kann ich auch nicht verbinden. Hä? Was ist denn hier kaputt? Was habe ich denn hier anders? Was ist denn hier kaputt? Das ist doch die Radiologie. Ja. Oder ist das irgendwie ein Ladefehler, wenn man die Map neu lädt, dass er dann irgendwie die Dinger nicht verbinden kann? Das könnte natürlich auch sein.
also, oder es gibt eine leichte Farbnuance, die ich jetzt nicht erkennen kann. Das könnte natürlich auch sein. Jetzt müsste ich aber das hier auch verbinden können. Weil ich halt nicht weiß, ob das Sinn macht. Naja, es macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Machen wir es so. Und dann machen wir vielleicht einfach hier wirklich zu. So. Na gut, hier ist noch ein bisschen doof. Aber naja. Genau, so passt das ganz gut. Ich dachte mir, hier könnte man vielleicht eine Glaswand sogar machen. Dass man hier wirklich Glaswand... Was? Glaswand klein? Da müssen wir aber echt ein Dings durchziehen. Okay. Dann ziehen wir hier mal ganz kurz nochmal eine Mauer durch. So. Ach so, das meine ich mit klein. So, und hier in der Mitte könnte man eine Doppeltür machen. Am besten aus Glas. So, wo haben wir die Doppelglastür, Doppelschiebetür? Oh, hätte man auch reinmachen können, ist mir aber dann doch zu groß. Hier gibt es auch nochmal einen Schieber. Ach, Metall. Ist wahrscheinlich dann eher für so einen Fahrstuhl. So, wie sieht das hier aus? Das, naja, gut, sieht ein bisschen merkwürdig aus hier, aber ja, sehr gut. Aber wenigstens wissen wir, dass es da weg ist. Und das gleiche könnte man hier ja eigentlich auch machen. Dass man dann einfach sagt, okay, hier ist halt Ende vom Gelände. Dann macht man hier auch sowas und dann kann man hier auch große, dann ist halt eine schöne Abtrennung von dem Hauptweg, der dann hier oben vielleicht noch zur Station oder irgendwas führen kann. Aha. Langsam wird das richtig schön, auch wenn es immer länger dauert, das so einzurichten, weil es dauert dann noch eine Weile. Dann will ich mir überlegen, ob ich das hier auch mache bei denen. So. Und hier, naja, Durchgang verboten momentan. Hätte ich hier eigentlich auch machen können. Frage ich mich, soll ich das hier auch machen? Aber dann wird es vielleicht ein bisschen übertrieben viel. Aber ich lasse es erstmal so. Und hier hinten, wie gesagt, Mauer weg. Und dann können wir hier direkt eine große Station quasi dann machen. Die wir eigentlich vielleicht sogar schon angehen können. Wobei wir, glaube ich, mal ein bisschen Geld ein bisschen laufen lassen. So, mal gucken, ob jetzt diese Abteilung nicht mehr unterfordert ist. Wenn jetzt hier ein Haufen Leute reinkommen. Hier wollte ich eigentlich auch nochmal ein bisschen das abändern. Hier zum Beispiel können wir... Ich meine, gut, hier gehen schon ein paar Leute hin, ne? So ist es nicht. Recht viele sogar. Krass. So, Labore sind voll krass also die sind voll am rum. Schüsseln oder wie man das nennt, ich weiß es nicht. Ja, die haben zwei, die haben bloß einen Auftrag. Der, ja, das ist immer die Sache, ne? Die warten, bis die Patienten hochlaufen. Kann man vielleicht, wenn ich hier was hinsetze, zum Hinsetzen, können die Patienten dann vielleicht dort warten, so dass es dann schneller geht, noch ein Tick schneller. So, vielleicht hier, was haben wir hier für Farben? Da sieht man schlecht hier irgendwas Blaues. Sind das die? Das sind die. Da ist ein bisschen doof. So. Vielleicht mit einem Kühlschrank oder einem Snackautomat wieder mal. Passt hier wunderbar rein. Ein Snackautomat. Vielleicht noch ein paar Pflanzen, wenn wir schon mal dabei sind. So. Bin halt nur mal gespannt, ob das vielleicht sogar funktioniert. Mal gucken, wenn jetzt irgendwie die neuen Aufträge reinkommen. Na, sieht nicht so aus. Das ist schade, die gehen immer wieder in den Wartebereich. Müsste man vielleicht einen komplett neuen Wartebereich zuordnen, damit die dann dort warten. Ja, ist schade, aber er sieht nicht verkehrt aus. Ja, und was zu essen kann man sich auch schon erholen. Muss man nicht in den Pausenraum rennen. So, wie sieht's aus? Aufträge? Perfekt. So, dann schauen wir uns mal an, was die Statistik... Achso, die geht... Momentan super zufrieden. Alle Patienten behandelt bis jetzt. Sehr gut. Hä? Scheiße, was ist denn hier los? Alter, fuck! Was? Was zur... Alter, was ist denn da los? Hä? So viele Leute? Oh, fuck! Kein Wunder, dass die auf 100 sind hier. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, warte mal, wir hatten doch hier... Ja, puh, jetzt erstmal wieder rausfinden, wo das war. Ich gehe mal hier rein. Oh. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Boah. Was zur Hölle, ey. Wo kommen die denn alle her? Weil die haben glaube ich, 16 Patienten sind... Also 19 Patienten sind in unserem Krankenhaus. Und davon waren jetzt, glaube ich... Nee, warte mal, 19 haben wir behandelt. Im Krankenhaus sind gerade 55-31. Hm. Aber hier, 16 Stück. 16, nee, behandelte, unbehandelte Patienten. Okay, das ist ja... Man sieht da noch nicht die Gesamtzahl. Also das ist krass. Und ich frage mich gerade, warten die jetzt eigentlich alle nur auf, dass sie hier drankommen? Ja, scheinbar. Ach, krass. Also das haut mich schon gerade um. Das sind ja so viele, die sind ja fast alle voll, die Sitzplätze. Da kommen immer neue Patienten. Ah, das hätte ich mir vielleicht mal eher anschauen sollen. Hätte ich mir das eher angeschaut, dann hätte ich vielleicht gesehen, dass man diesen Bereich vielleicht nochmal komplett umgestalten sollte. Das ist ja abartig. Die haben nicht mehr alle einen Sitzplatz. Das ist ja kein Wunder, dass wir die 80 Leute nicht schaffen. Okay, vielleicht sollte man wirklich einen Auftrag. Behandle 5 Patienten pro Tag in der Neurologie. Juhu! Das ist echt krass. Vielleicht sollte man wirklich hier 2 Leute einstellen. Das bringt jetzt heute vielleicht nicht mehr so viel. Ja, krass. Also, ich hätte ja... Also, das ist ja krass. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur krass. Hier oben wartet kein Schwein. Wie sieht es eigentlich hier aus in der Neurologie? Wo haben wir denn hier... Da ist der kleine Wartebereich. Der süße kleine Wartebereich ist hier unten. Wow. Das hier ist ja alles Intensivstation. Der Wartebereich ist für den hier. So, hier wartet keiner. Hier warten ein paar Leute. Hier warten auch ein paar Leute. Hier wartet keiner. Keiner. Alle schon behandelt. Alter, das ist ja mal mega krass. Okay, das ist klar, dass wir dann bis 18 Uhr nicht alle schaffen. Aber gut, heute ist ja so ein Tief. 57 Leute gerade mal geschafft. Das ist natürlich wirklich mau. 58. Ja, dass sie jetzt alle angepisst sind, ist klar. Okay, dann... Ich wollte jetzt einfach bloß noch keine einstellen, weil wenn ich jetzt welche einstelle, dann ziehen die schon mal ein Tagesgehalt ab. Was... Die hätten eh nichts mal geschafft. Da ist auch kein Wunder, dass hier auch so mega dreckig geworden ist. Achso, wir müssen ja die Korridore haben wir, glaube ich, auch noch nicht eingestellt. Mal kurz schauen. Ja doch, die haben wir gemacht. Okay. Alter Falter. Oh, was mache ich denn? Alter Falter, das ist ja richtig krass. Das ist ja richtig krass. Also das hat mich jetzt echt überrascht. Okay, also ich habe da noch so Ewigkeit nicht mehr drauf geguckt. Spulen wir mal vor. Bis zum nächsten Tag. Obwohl ja jetzt die Rechnung schon abgezogen ist. Also ich hatte gerade 11.000, jetzt habe ich minus 6.000. Oh oh, machen wir echt Minus? So viel vor allem Minus? Wir hatten doch sonst immer Plus gemacht. Bin ich jetzt wieder in den absteigenden Ast? Wo alles so teuer ist. Ein Mitarbeiter war letzte Nacht feiern und hat sich betrunken. Er wird sich heute nicht gut fühlen. Das ist mir egal. Ist mir egal. So. Tagesschicht. Wir brauchen Doktoren, die aber gut sind. Allgemeinmedizin 71, 57, 48. Fortgeschrittene Diagnose finde ich immer gut. 69. Ich weiß gar nicht genau, was hier eigentlich so gefragt ist. Hä?
Okay, keine Ahnung, warum das jetzt so rausgesprungen ist. Gefragt, da steht nicht da, was gefragt ist, aber Diagnose ist gut, Allgemeinmedizin ist gut, Notfallmedizin, ja, 57. Hier unten sieht es noch besser aus, Anästhesist, allgemein. Ja, fortgeschrittene Diagnose finde ich halt immer gut, weil gerade die hier unten diagnostizieren ja sehr viel. Wobei der natürlich auch Notfallmediziner 84 hat, allgemein 95. Laut den Arztkundigen untersuchen und Behandlung durchzuführen, beeinflusst die Geschwindigkeit. Fortgeschrittene Diagnose gibt den Ärzten Zugriff auf weitere Diagnosen. Das ist natürlich geil. Ich nehme die. Auch wenn die nicht so gut ist, aber ich nehme die auf jeden Fall. Sauber gemacht wurde ja ordentlich hier gerade. Also die haben ja sogar hier schon geputzt. In dem Gang, wo eigentlich kein Gang ist. Die haben es einfach gemacht. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz noch die Finanzen an. Weil das war jetzt schon merkwürdig. Ach stimmt ja, wir hatten ja noch was zurückgezahlt. Also wir haben eingenommen, haben wir eigentlich 21.000, also doch gar nicht so verkehrt. Das haut hin. Wir haben 21.000 gebaut. Okay, nö, alles super. Aber hier, ne, die Chirurgie hat Minus gemacht wie sonst was. Die Innere hat sau viel Minus gemacht und auch noch die Radiologie. Aber hey, die... was ist das nochmal? Die Herzchirurgie, Kardiologie. Alter, was die für Knack macht, ist ja abartig. Wobei natürlich auch die normale Medizin mit 15.000 natürlich auch nicht gerade sich verstecken muss. Krass. So, als nächstes müssen wir unsere Notfallaufnahmestation machen. Wobei das dann hier wahrscheinlich noch voller wird. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das hier umdesignen, damit die Leute mehr Platz haben zum Sitzen? Aber trotzdem das hier noch vorhanden ist. Weil wir haben ja wirklich so wenig Platz und wir können hier leider uns nicht mehr ausbreiten. Man könnte hier vielleicht noch im Wartesaal rein. Nee, das bringt es ja leider nicht. So wie man sieht, braucht ja diese Rezeption auch noch sowas hier. Wie hier sich immer jemand hinstellt, obwohl da gar keiner ist. So, jetzt wird es natürlich ziemlich voll, aber mal gucken, was passiert. Weil jetzt haben wir ja zwei Ärzte mehr im Team. Das muss doch funktionieren. Das muss doch funktionieren hier. Aber man sieht, wie das Spiel langsam natürlich anfängt zu stottern. Ein bisschen. Es sind ein paar Leute mehr jetzt. Wir sind ja 80 Patienten, die hier rumgurken. Ich weiß nicht, ob da noch ab und zu welche nachkommen. Also hier, die kommt ja gerade erst an. Es gehen ja manchmal welche, jetzt kommen wieder welche. Ich weiß nicht, wie viele immer gleichzeitig rumwuseln. Aber das Spiel berechnet ja nicht nur die eine Etage, sondern auch die Etagen drüber. Da sitzen hier ein paar Leute. Da und dort auch, ganz oben. Naja, selten, aber da sitzen auch mal welche. Aber hier sieht es schon mal entspannter aus ein bisschen. Es ist, glaube ich, schon ganz gut, dass wir da noch welche eingestellt haben. Auch wenn das natürlich wieder Geld kostet. Aber hey, diese Abteilung macht 15.000. Und das, wenn die Leute nicht alle behandelt wurden. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz die Labore an. Oh, ein Auftrag nur, das ist gut. Die sind auch schön schnell. Das ist sehr gut. Das sieht gut aus diesmal. Sieht echt gut aus. 42, jetzt schon. 14 Uhr. Da kann man doch was machen mit. Ich will überlegen, ob wir... Ne, ich glaube, wir fangen dann jetzt gleich schon an mit Bauen. Weil ich war mir überlegen, ob ich jetzt anfange zu sagen, ey, wir machen jetzt die Folge zu Ende und fangen bei der nächsten Folge an. Aber Bauen dauert immer so lange. Ja, das können wir noch so lassen hier. Vielleicht brauche ich mir nicht zwei Rezeptionisten, aber mal gucken. Oh, das sieht echt gut aus. Diesmal läuft das richtig rund hier. Sehr gut. Das ist natürlich... Das ist echt gut. Ich frage mich gerade, wo es nachher wieder hängt. 66, 67, 70 von 80. Stationäre Patienten bleiben ja an diesen Tagen immer drin. Die werden dann hier geführt als noch nicht behandelt. Aber das sind aber auch keine, die weggeschickt wurden. Ja, die in der Station dann drin sind. Aber wir haben halt immer Stationen, Leute. Und wir brauchen für so eine Station immer dann diese ganzen Schwestern und Ärzte, die nachts über dann ja auch mit dabei sind. Also, ja. Die nachts über überall Lohn fressen. Soll ich noch was zurückzahlen? Oder wir müssen eh sonst was aufnehmen, Kredit. Kann ich es auch gleich so lassen. Aber, oder ich sollte erstmal das Geld abbezahlen. Damit das mal weg ist. Alter, das sieht so aus, als wollten wir Plus Plus machen, aber das kommt ja jetzt erst gleich, so 20 Uhr. Wenn die Tagesschicht zu Ende ist, dann kommt der Lohn für die Tagesschicht.
Und dann geht's richtig ins Minus. 41.000. Boah, krass, wie viel weggegangen ist. Lohnstation. Feinstation. Ah, das sind diese Diagnoseteile. Diese blöden Diagnoseteile, die ja auch verwendet werden, aber die kosten jetzt schon Geld, ne? Jetzt schon. Krass. Naja, aber komm, wir haben fast 20.000 Ausgaben pro Tag. Das ist schon krass. Und dann kommt ja jetzt nochmal die Nachtschicht dazu, wobei die ist ja schon eingerechnet von der letzten Nacht. Und die Zinsen kommen nochmal mit drauf. Aber hey, das sind trotzdem immer noch, was sind das, ungefähr 22.000, die wir verdient haben. Das ist schon ordentlich. Abbezahlen kann ich jetzt trotzdem nichts. Ja, diese 1.000 noch was ist eigentlich nicht so schlimm. Die können wir später wieder abbezahlen. So, aber so Krankenwagen und sowas, das wäre geil. Ich weiß nicht, die bleiben hier stehen. Dann könnte man hier den Eingang machen. Man müsste vielleicht hier nochmal checken. Die meisten Räume sind ja alle 8 lang. Da haben wir es jetzt 5 Minuten. Machen wir uns mal ein, lass uns mal ein, oh. Wow, Gewinne von 2000. Neurologie. Ja, ja, Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ja, nächste Praktikant ist jetzt dabei. Lasst uns wenigstens schon mal einen groben Plan mal machen. Ich werde das nicht alles gleich genau bauen, aber wir können das schon mal machen. So, wir brauchen nämlich ein paar Bereitschaftsraum, Schwesternzimmer, Überwachungsraum und ein Traumazentrum. Genau. Traumazentren wollte ich ja dann hier direkt mit anreihen. Vielleicht sollte ich, ich habe ja noch gerade Geld, hier diese Ecke, die würde ich gerne noch mitnehmen. Wenn schon, denn schon. Damit die endlich mal gebaut ist, die blöde Ecke. So, wenigstens ist die Ecke schon mal gebaut. Wir haben natürlich viel mehr Platz eigentlich, aber Traumazentrum, das wäre schon geil, wenn die hier reinkommen. Vielleicht in die Richtung so? Okay, wir haben ja jetzt Planungstools sozusagen. Wir haben uns einen Vierergang, den würde ich auch gerne beibehalten, dass das ein Vierergang bleibt. Und dann schauen wir mal, wie groß denn diese Gebäude, diese Räume überhaupt alle sind. Also was wir auf jeden Fall brauchen, Aufenthaltsraum. Die Station braucht ja halt keinen Aufenthaltsraum. Die könnten dann hier runterlaufen, da reingehen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, noch einen zu machen. Aber im Prinzip, wir haben genug Platz. Warum sollte ich nicht noch einen Aufenthaltsraum bauen für die Leute, die halt hier oben rocken? Wobei ich glaube, die essen auch im Bereitschaftsraum. Haben die was zu essen drin? Nein. Die arbeiten dann nur. Aber da sehen wir mal, 8 mal 6. Wir haben auch einen größeren Bereitschaftsraum. Passen da mehr Leute rein? Warte mal, das sind 1, 2, 3, 4. Ich kann es gerade nicht einschätzen, ob an jedem Tisch jemand sitzt. Ja doch, die PCs, doch, das sind, hier sind 6 Leute für den Bereitschaftsraum. Und hier sind es, glaube ich, nur 4 Leute. Ist die Frage. Ich meine, wir können 6 einplanen, die müssen ja nicht. Also wir können 6 einplanen, die müssen ja nicht auch besetzt werden. Also von daher, es kostet uns ja dann nicht mehr. So, hier haben wir. Obwohl, hier hätte man einen Vierer. Einen Vierergang. 1, 2, 3, 4, da unten. So, also, was ist das? 10 mal 6. Das große Schwesternzimmer sind auch 10 mal 6. Also wenn ich jetzt sage. Wo haben wir's? So. 10 mal 6. Schwesternzimmer. Okay, den Ausgang müsste man dann nach unten vielleicht machen oder nach da. Das kommt drauf an. So. 1, 2, 3. Da könnte man hier noch einen Vierergang machen. Auch wenn da jetzt gerade noch die Wand ist. Korridor. Dann kommen hier die Leute rein. Hier könnte man jetzt diese Traumazentren machen und die können, vielleicht machen wir hier noch eine zweite Tür, hier eine Tür. Hä, warte mal, ist das wirklich? 10 mal 6 und was habe ich hier? Ist auch 6, das sieht immer wieder so komisch aus. Dann haben wir hier noch einen Korridor. Dann können die hier rausgehen, vielleicht die Schwestern auch nach oben raus, weil Schwestern auch mal dann hier hingehen müssen, wo die Patienten vielleicht dann ganz normal schlafen. Und hier hätte man dann erstmal das, so dass sie hier wirklich diese Räume haben. Eine Sache mache ich vielleicht gleich mal, und das ist dann tatsächlich hier die äußere Wand. Das wäre einmal die und einmal die. Der Rest wird abgesägt. So.
dann klatschen wir einfach hier nochmal schnell das dazu. Dann ist das schon mal weg. Und ja, hier eigentlich würde ich gerne das gleiche machen, dass wir einfach das mal wegsäbeln. Das brauchen wir gerade nicht. Das können wir dann beim nächsten Mal dann die Mauer dann dahin schieben, wo sie wirklich ist. Ich dachte gerade, hier mache ich zu, aber ja, theoretisch müsste ich nicht dazu machen. Die ganze Abteilung ist eigentlich so groß. Ja, das ist die ganze untere Abteilung, kann bis hierhin noch aus. Wir haben so viel Platz und alles ist hier unten eingequetscht. Naja. Das wusste ich damals doch nicht. Guckt mich nicht so an, das wusste ich nicht. So. Okay, weiter mit der Planung. Das haut hin. So, dann bräuchten wir natürlich die Traumazentren. Wie. Achso, das ist schon richtig. So. So, wie groß sind die? Aufenthaltsbreit. Traumazentrum. Die Dinger sind. Oh, die passen hier perfekt rein. Das ist ja unglaublich. So, das ist immer nur ein Bett. Ja, ein Bett. So, wie teuer sind die? Die kosten 23.000. Alter Falter. Okay, die sind 6x6. Die kann man trotzdem mal einplanen. Gehen wir hier rein. Traumazentrum. 6x6. 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 Das ist ja die Sache. Man weiß ja nicht, wie viel wir kommen auf einmal auf einen zu. Und wir haben genug Platz. Also warum nicht verwenden? Die Korridore sind ja nicht verbunden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Dann lieber die Richtung. Das hier. Ach so, das ist der Strich, der ist von der Tür. Geil. Okay, ich sehe aber jetzt schon, hier könnte man tatsächlich schon mal was abreißen, weil wenn wir hier noch Räume drin machen wollen, was auch immer für Räume, ich weiß es noch nicht, aber das sieht schon ganz gut aus. Auch wenn das schon wieder durch die Perspektivenverzerrung, das kann das sein, dass durch die Perspektive hier kleiner, enger ist und das immer breiter wird, weil das 6x6 ist einfach so viel breiter als das 6x6. So optische Täuschung. Perspektivenverschiebung. Da müsste ja hier hinten ein 6x6-Feld ja noch merkwürdiger aussehen. Hm. Oder ist es einfach nur wirklich für mich eine optische Täuschung? Aber Leute, wenn wir hier jetzt noch Betten machen, was gibt es denn noch? Überwachungsräume gibt es doch bloß noch. Bereitschaftsräume haben wir hier. Problem ist natürlich, die müssen immer wieder hier hinlaufen. Also für die Doktoren ist es nicht so schlimm. Ne? Die kommen dann hier hin. Aber dann könnte man doch hier direkt noch ein Traumazentrum eigentlich machen. Die Frage ist natürlich, welches verwenden die dann immer? Wenn die dann immer erst hier hinterrennen, um ein Traumazentrum zu machen. Also wenn hier einer reinkommt, der bringt ihn da hin. Na gut, der Weg, das nimmt sich nicht viel. Okay. Wir löschen noch mal ganz kurz hier das raus. Machen wir erstmal komplett weg. Bis dahin. Und dann bin ich wirklich dafür, dass wir hier noch den Aufenthaltsraum könnten wir hier wirklich noch schön hinbekommen. Noch ein extra. Wobei, der ist hier unten. Da könnt ihr hier runterlaufen. Und das ist ja nicht so, dass es wirklich abgetrennt ist. Aber für die Patienten ein Klo einrichten, das wäre gut, weil sonst rennen die immer bis darunter. Das wäre nicht so geil. Also eine Toilette wäre ganz cool. Labor, Notaufnahme, das brauchen die eigentlich ja nicht. Was wir brauchen, wäre ein Überwachungsraum. Das ist der große, genau das. Ach stimmt, so eine richtige Station gibt es ja hier gar nicht, ne? Die hatten wir erst bei der Chirurgie, hatten wir eine richtige Station. So, also eine Station, wo richtig viele Betten drin waren. Aber ja, so ein. Ich wollte gerade sagen, die passt hier perfekt rein, aber dann ist der Gang da oben bloß noch 2 breit. Das ist wirklich schade. Wäre cool gewesen. Aber wenn wir die jetzt mal drehen. Hier oben ist ja der Vierergang. Wenn wir die nach da schieben, dann hätten wir hier so ein. Ich meine, das ist Überwachungsraum, aber es sind bloß 4 Betten. Also, ja, ich weiß nicht, wie viel wir nachher brauchen an Überwachungsräume. Das ist halt echt ein riesiger Brocken, ne? Muss man auch mal sagen. Wenn wir den hier hinsetzen würden. Na gut, ein 4, 1, 2, 3, 4er. Wäre immer noch ein 4er-Raum. Dann kriegt man jetzt zwar.
Ja gut, dann wird man kein Dings mehr hinbekommen, kein Traumazentrum, aber wir hätten noch einen Weg nach oben, wobei nach hinten natürlich auch noch immer ein Weg nach oben ist. Da müsste man... kurz überlegen, aber die Tür ist halt kacke da. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Also machen wir mal erstmal eine Toilette vielleicht. Es gibt die, ist eine Dreier, das ist eine Zweier. Wenn, dann wollen wir gleich eine Dreier haben. Wenn ich die jetzt hier hinsetze... Wo ist denn der Eingang da? Kriegt man das Traumazentrum hier hinten reingequetscht? Die Überwachungsräume? Ich glaube nicht. Ja, wegen Vierergang, ne? Ich könnte auch hier eine fette, große Toilette machen. Man muss ja nicht den nehmen. Ich habe ja hier, das ist ein Zweierraum. Wenn wir davon einfach zwei dann nebeneinander setzen. Mal hier und dann drüber die Toilette. Guck mal, das Ding ist 6. Ne? Das ist 6 nach oben und das, die Toilette, die ist auch 6. Das heißt, wir würden hier eine Toilette reinkriegen, die 6 ist. Und den ersten Überwachungsraum, den wird man hier hinkriegen. Na gut, müsste man vielleicht den Eingang anders setzen. Weil so ist er 8. Und nicht mehr 6. Ja gut, da kriegen wir da eine... Wir kriegen ja da... Ich dachte mir, da könnte man hinten nämlich noch einen hinsetzen. Aber das würde ja auch nicht so viel Sinn machen. Na doch, machen wir ihn hier. Da, dann hier. Der passt perfekt hier rein. Das sind 4 Betten. Wie viele sind es hier? Das sind auch 4 Betten. Vielleicht dann doch eher so machen. Da ist sogar Platz gespart tatsächlich. Auch wenn da hinten ist ja dann wieder der Gang, passt dann wieder nicht richtig. Das ist ein bisschen schade, ne? Dann passt der Gang ja nicht richtig. Aber ist das ein Unterschied? Das sind... Hier sind 2 Betten mit... Ah, hier ist die neueste Technik. Oder mal die Technik, die dort drin ist. Und dann gibt es die hier. Das ist die gleiche Technik. Was sind das für Betten? Das sind die Betten und das sind auch die günstigeren Betten. Es gibt halt bessere Betten. Dann fühlen die Leute sich wohler. Dann mache ich, glaube ich, 2 davon rein. Okay. Hier unten... Ja, jetzt haben wir hier hinten ja noch Platz. Stimmt, wenn ich hier so mache und dann so und hier ein Klo rein, dann habe ich da eine freie Stelle. Interessant. Abstellkammer von der anderen Seite vielleicht irgendwas. Weiß ich noch nicht. Oder versuchen wir den hier reinzuquetschen mit einem komischen Eingang? Ja gut, wo soll der Eingang dann sein? Das ist krass, Leute. Weil wir sind schon bei 46. Ich wollte die Folge gar nicht so lang machen, wie immer. Wir planen das jetzt einfach mal so. Ich mach mal hier Traumazentrum. Ne, nicht Traumazentrum, sondern Überwachungsraum. Machen wir mal dieses 6x8. 6x8. Dann Toiletten. Das waren 6x6. Hä, das ist ein Korridor. Das sind keine Toiletten. Hä? Das waren noch 6x6, ne? So, da ist ja echt eine mega große Lücke hier. Fühlt sich nicht so richtig an. Aber ich kann ja hier, wenn ich hier einen Gang habe, wenn ich jetzt hier einen Korridor mache, der, keine Ahnung, bis hier hingeht, dann kann ich nicht hier das nach unten schieben und hier nochmal was machen. Außer wir machen einen längeren Gang. Aber wo mache ich dann das Klo hin? Also mir ging es jetzt darum, dass ich die jetzt nach unten schiebe, dann habe ich hier nochmal einen Dreiergang. Aber wo mache ich dann das Klo hin? Das muss ja auch irgendwo sein. Na klar, ich könnte 3 Traumadinger könnte man erstmal belassen. Weiß ich nicht. Vielleicht könnte man auf der anderen Seite das Ganze nochmal spiegeln. Dann hätte man nochmal 4. Hier vielleicht ein Klo. Aber dann wäre, glaube ich, hier diese Lücke ziemlich groß, oder? Na, ich denke schon, dass wir dann eine ziemlich große Lücke haben. Aber so ein Loch ist auch kacke. Also ein Loch ist richtig kacke. Wir könnten einen Aufenthaltsraum machen. Da hinten rein. Wie groß ist denn so ein Aufenthaltsraum nochmal?
Ich weiß nicht, Aufenthaltsräume, gibt es da ein allgemeines Ding vielleicht für Aufenthaltsräume? Weil ich weiß nicht, ob da jeder reingehen kann, weil sonst könnte man sagen, ey, hier drüben, du bist, hier ist voll, du kannst hier rübergehen oder so. Das bringt ja auch nichts. Klingt irgendwie dämlich. Im ersten Moment gut, aber die haben ja hier ihr Aufenthaltsraum. Warum? Und die haben hier, da kommen die alle gut hin. Müssen dann hier rauslaufen. Das ist merkwürdig. Ich könnte hier einen Überwachungsraum noch hier so ein Ding reinschieben. Vielleicht nicht unbedingt das. Vielleicht so ein. So, dass sie dann seitlich reingehen. Ist ja auch doof. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist so kompliziert. Oder ich muss wirklich mit dem Ding hier irgendwie arbeiten. Wenn man einen Vierergang haben möchte, ne, dann hat man ein Problem. Na gut, ich glaube, ich werde mir das noch offscreen ein bisschen anschauen. Und dann werdet ihr dann beim nächsten Mal den richtigen Plan directly sehen können. So, dann würde ich erstmal sagen, ich war der Tenchi hier von Snoops Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also bis dann. Tschüssi. Okay, kleiner Nachtrag, ne, damit ihr nicht so lange warten müsst. Ganz ehrlich, ich habe es mir noch umgestaltet, wie man sieht. So finde ich das ganz gut, weil tatsächlich, ja, hier Toilette. Überwachungsraum und die Trauma-Dinger. Ne? Und hier haben wir hier einen Vierer, der nach oben geht. Das hier ist der Anschluss an diesen Hauptgang, den komischen. Keine Ahnung, ob der irgendwie Sinn macht. Aber ist ganz cool, dass er da ist. Und dann kann man das, dann sieht das Ganze nämlich so aus. Ich würde nämlich dieses Teil hier, das hat ja da so eine Tür. So, das passt natürlich hier nicht ganz rein. Aber wenn ich die nach hinten schiebe, so. Und dann noch würde ich gerne hier unten die kleine Ecke, die verlängere ich einfach noch um zwei Blöcke. So, dann haben wir hier einen schönen Gang. Dann könnte man theoretisch diesen kleinen hier auch noch die Tür vielleicht seitlich setzen. Ja, dann hätte man da auch noch so, dann hätte man hier, müssten die Schwestern nur hier so rumlaufen. Naja, und eine Toilette ist halt eine Toilette, ne? Die kommt dann einfach hier rein. So, eine 6x6 Toilette. Gänge sind da, Traumazentren, super. Perfekt. Und das bauen wir dann beim nächsten Mal. Haha. So, jetzt aber wirklich Schluss.